Wie ein Dieb in der Nacht wird Gottes Faust uns überraschen. Eine neue Folge von True Christ's Endzeit Talk. Viel Vergnügen. Das ist meine Hammermeldung hier. Nuklearbehörde sicher. Iran kann in einigen Wochen Atombombe bauen. Auf diesem unscheinbaren Gelände in Natanz reichert die iranische Regierung Uran an. Seit Jahrzehnten strebt das islamistische Terrorregime im Iran nach der Atombombe. Jetzt sind die Mullahs fast am Ziel. Denn die internationale Atomenergiebehörde IAEA ist sicher, das Regime hat der Behörde zufolge in einigen Wochen genug Uran eingereichert, um eine Atomwaffe herzustellen. Das wird passieren, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Montag in Wien. Denn für einen Atomsprengkopf braucht man rund 50 Kilogramm angereichertes Uran mit einem Reinheitsgrad von 90%. Der Iran besitzt schon 43 Kilogramm, allerdings mit einem Reinheitsgrad von 60%. Zum Vergleich. Vor einem Jahr hatten die Mullahs nur 2,4 Kilogramm angereichert. Bis die Bombe gebaut ist, könnte es aber noch länger dauern, vermutet Atomwächter Grossi. Die Bombe ist die Lebensversicherung für Irans obersten Führer, Ali Khamenei, 83 Jahre alt, und Präsident Ebrahim Raisi, 61. Das Regime könnte kaum mehr gestürzt werden und hätte es deutlich einfacher, die Vorherrschaft über den Nahen Osten zu gewinnen. Erzfeinde wie Saudi-Arabien müssten sich dreimal überlegen, wie sehr sie sich dem Iran entgegenstellen können, ohne einen Atomschlag zu riskieren. Das Regime würde außerdem Israel am liebsten auslöschen. Realistisch drohen der einzigen Demokratie im Nahen Osten mindestens mehr Terroranschläge, die aus Teheran finanziert wurden. Deshalb versucht die israelische Regierung immer wieder, das Iran-Atomprogramm zu sabotieren. Im Dezember gab es eine Explosion in der Nuklearanlage Natanz, südlich von Teheran. Ja, Katze, sei mal kurz ruhig. Das finde ich schon allein deswegen brisant, die Meldung, weil es gibt ja diese Vorhersage, einmal von Irlmeier, dass eine US-Stadt an der US-Küste ausgelöscht, pulverisiert durch Raketenwurf würde. Und es gibt wesentlich intensivere Schauungen, einmal durch Veronika Lükes, wie auch, wie heißt der Gute hier aus dem Alpenvorland, komme ich jetzt nicht auf den Namen, Prinzip Wurscht, der das auch sehr detailliert beschrieben hat. Und da in der Beschreibung geht es darum, dass also die USA zunächst im Nahen Osten im Prinzip eine Aktion machen würden, was die im Nahen Osten dermaßen auf die Palme bringen würde, dass die aus Vergeltung eine schmutzige Atombombe über New York, sprich explizit über Manhattan, abwerfen würden. Und dadurch ein Großteil dieser Stadt pulverisiert würde. Was natürlich gigantische Auswirkungen gleichzeitig auf den weltweiten Handel hätte, wenn man bedenkt, dass die New Yorker Börse die federführende in der Welt ist und Wall Street und alles andere mehr oder weniger daran gekoppelt ist. Dann hätte das gewaltige Auswirkungen und wäre relativ dicht im Prinzip auch an Johannes von Patmos, also dem Buch der Offenbarung, wo es drin steht, dass die Hure Babylon innerhalb einer Stunde ausgelöscht, ihres Reichtums entkleidet, ins Meer geworfen wird und die Schiffe auf dem Meer stehen und deren Besatzung verzweifelt gucken und sagen, wer kauft uns jetzt unsere Seide, unser Gold, unser Elfenbein, unsere ganzen Handelsgüter ab. Babylon, die Große, ist gefallen. Vielleicht, möglicherweise, passiert das schneller, als wir denken. Soweit meines Erachtens also schon mal eine Hammermeldung, die aber erstaunlicherweise in den übrigen Gazetten bislang noch keinen Einzug gehalten hat. Also egal, ob man jetzt bei Welt Online, Spiegel, Krone.at, Blick.de, Heute.at oder anderen deutschsprachigen prästituierten Blättern reinschaut,
den meisten ist es noch keine Meldung wert. Könnte sich ja, wie gesagt, bald ändern, wenn diese Atomanreicherungsanlage zunächst möglicherweise bombardiert wird, es viele Opfer dabei geben wird und anschließend eine Reaktion erfolgen wird. Und das wäre eben etwas, was vor dem Dritten Weltkrieg noch passieren müsste, der ja bekanntermaßen zu Ende Juli, Anfang August ausbrechen würde, wenn man von den normalen Erntezeitpunkten des Getreides, insbesondere des Weizen, ausgeht, der meistens zu diesem Zeitpunkt, ich sag mal, überregional dann eingefahren wurde. Könnte natürlich auch daran ein kleines Stückchen differenzieren. Naja, bleibt abzuwarten, müssen wir im Auge behalten. In eigener Sache folgendes Problemchen noch, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich das gelöst bekomme. Zunächst mal habe ich ja im letzten Video anklingen lassen, dass ich mein J5 im Prinzip in den wohlverdienten Ruhestand schicke und jetzt mit einem Oppo am Arbeiten bin. So, dieses Oppo hat auch schon etwa 10% meines Altdatenbestandes bei sich drauf. 90% müssen noch drauf. Hab soweit angefangen, die wichtigsten Apps hier auch schon mal zu installieren. Bedauerlicherweise ist das Programm, womit ich bislang gearbeitet habe, zum Videocutting nicht mehr beim Play Store verfügbar. Sprich, bekomme ich also nicht. Habe jetzt analog 4 andere Programme bislang runtergeladen, wovon eins scheinbar taugen könnte. Das ist also jetzt mein erster Versuch, womit ich jetzt einmal aus einer Diktierphone-App diese Sprachaufzeichnung jetzt mache, die anschließend mit einem anderen Clip zusammenschneiden will, die ich in der dritten App gemacht habe, die auch neu hinzugekommen ist, die ich vorher noch nicht kannte. Sprich, jetzt sind also Sachen, womit ich noch ein bisschen üben muss, während gleichzeitig mein großer Bolide, also der Eiko hier im Hintergrund, nervös ist, aufgeregt ist, wieder Panikattacken kriegt, von mir am Kopf massiert werden will, damit seine Atmung nicht noch schneller wird. Naja, der ganz normale Wahnsinn bei einem Hund, der im Altersprozess leider schon sehr weit fortgeschritten ist, aber noch schmerzfrei ist und den größten Teil des Tages in Ruhe sich bewegt. Ja, folgendes Problem auf jeden Fall ist, natürlich habe ich mit dem neuen Smartphone auch versucht, bei Telegram meinen Zugang zu bekommen, meine Nummer eingetippt und das war's. Der hat mich also dann im Prinzip als neuen Account angelegt. Ich komme aber nicht mehr in meinen alten ran, trotz derselben identischen Nummer. Habe das jetzt auch mehrfach die letzten 2 Tage bei Telegram mokiert. Mehrere Rückrufe, insbesondere aus den USA, aber auch aus England, von denen erhalten. Auch verschiedene Codes. Allesamt nichts genutzt. Sprich, ich habe also aktuell keinerlei Zugriff mehr auf alle meine Chats, wo ich drin war. Kann weder irgendwelche Sprachnachrichten hören, noch Texte lesen. Bin logischerweise von fast allen Gruppen und Kanälen soweit abgeschnitten, solange ich sie nicht aus dem Kopf her noch exakt von der Namensbezeichnung erkenne und gezielt suchen kann. Das gelingt mir natürlich bei meinen eigenen, sage ich mal, dann auch bei ungeimpften Christen oder beim Drangsal-Chat. Aber das war es dann auch im Prinzip. Also für mich selber ist das im Moment in keinster Weise nutzbar und vor allen Dingen kann ich in keinster Weise reagieren auf all die Sachen, die mich jetzt die letzten 2 Tage oder 3 Tage jetzt ungefähr erreicht haben. Ich weiß nicht, müsste euch ja nochmal angezeigt werden, dass mein Account da eben nicht online ist oder nicht sehen konnte. Wäre natürlich eine Frechheit, wenn angezeigt würde, ich wäre online, weil mit meiner Nummer bin ich ja tatsächlich, nur halt keine Inhalte mehr, die ich habe. Bin mir also nicht sicher, ob ich das Problem da irgendwie noch jetzt geregelt bekomme die nächste Zeit. Wenn nicht, werde ich mir dann überlegen, ob ich erneut Telegram aufbaue und teilweise Inhalte aus dem alten Kanal dann in den neuen reintransportiere. Muss ich schauen. Das ist eine Entscheidung, die ich jetzt oft ad hoc nicht treffen kann und will, weil auch das wieder ein ziemlich hohes Datenvolumen brauchen würde. Also muss ich wirklich gucken. Einige haben allerdings meine Handynummer ja im Prinzip, können also jederzeit
mir entweder eine SMS schicken, anrufen oder wenn sie lieber mit Sprachnachrichten arbeiten, halt mit ihrem Diktiergerät des Handys eine Sprachnachricht aufnehmen, die in ihre Cloud hochladen, den Link dazu freigeben und mir den Link dann per SMS schicken. Dann kann ich mir auch die Sprachnachricht direkt runterladen und könnte auf die gleiche Art und Weise auch eine Sprachnachricht wieder zurückschicken. Ist zwar ein bisschen komplizierter und nicht so schön, wie das dann normalerweise im Telegram-Chat der Fall wäre, aber ist halt so, wie es ist. Bleibt abzuwarten. In diesem Sinne beschäftige mich jetzt die nächsten Tage weiter mit diesem neuen Oppo. Schau, dass ich die Programme halbwegs in den Griff kriege. Und sollte das funktionieren, kann ich dann endlich wieder ein richtiges Video machen. Bis dahin, ciao. Kurzer Nachtrag noch. Mein Problem mit Telegram hat sich jetzt erledigt. Ich habe es geschafft. Also 2 Tage Kommunikation mit Telegram über die USA, England und 2 anderen Ländern hat trotz unzähliger Codes nichts gebracht. Aber nachdem ich dann hingegangen bin und habe ein Bluetooth-Netzwerk über mein altes J5 mit dem neuen Oppo gemacht, obwohl im alten J5 gar keine SIM-Karte mehr drin war, hat es erstaunlicherweise funktioniert, weil ich dann über den J5 über Bluetooth ins Internet zugegriffen habe, übers Oppo. Das ging über Wi-Fi direkt erstaunlicherweise nicht und auch über die anderen Funktionen nicht, aber mit dem alten, langsamen Bluetooth hat es funktioniert. Also, ich bin wieder da im Telegram. Juhu!